Eine der wohl besten, wenn nicht sogar die beste Animationsserie ist, richtig, Star Wars The Clone Wars. Die Serie begleitete uns ab 2008 durch unsere Kindheit und hat uns alle geprägt. Damals noch auf Pro7, dann jedes Wochenende auf Super RTL in Spielfilmlänge. Haltet den Kurs, wir gehen rein! Am nächsten Samstag bei Clone Wars. Wir sind treue Soldaten. Ich gebe mein Bestes, General Skywalker. Wir befolgen Befehle, aber wir sind kein Haufen hirnloser Droiden. Wir sind Männer. Man muss uns zutrauen, Entscheidungen zu treffen. Klone. Es geht um die Ehre. Wir sind Teil von etwas Größerem. Star Wars The Clone Wars. Hielt man es damals für unfassbar, dass eine Kinderserie, dazu noch Animationsserie, solche Einflüsse auf eine ganze Generation von Star Wars-Fans nehmen würde? So kann man sich die Ausmaße heute gar nicht mehr vorstellen. Letzten Endes sind wir und unsere unendliche Liebe zur Serie dafür verantwortlich, dass Staffel 7 doch noch fortgesetzt wurde und auch The Bad Batch ist ein Auswuchs dieses langen Werdegangs. Dass Clone Wars oberflächlich eine Kinderserie zu sein scheint, war vielleicht immer ein gutes Argument, bei unseren Eltern die Serie im Fernsehen sehen zu dürfen. Ist ja schließlich nur animiert und damit sicherlich harmlos für uns. Doch wir wussten ganz genau, dass das nicht so einfach ist. Clone Wars hat es in sich und mit dem Älterwerden der Zuschauerschaft wurde auch die Serie älter und erwachsener. Ungeachtet dieser Tatsache sind aber auch die ersten Staffeln teilweise wirklich knackig. Darum präsentieren wir euch heute einmal die 5 brutalsten Star Wars The Clone Wars Momente, die es wirklich in sich haben. Denn letzten Endes sind auch diese Momente, die uns die Serie in Erinnerung behalten lassen haben. Lasst uns direkt starten. Platz Nummer 5. Wir befinden uns im ersten Story Arc von Clone Wars Staffel 2. Es geht um den ruchlosen Kopfgeldjäger Cad Bane, der von allerhöchster Stelle damit beauftragt wurde, ein Jedi-Holokron zu stehlen. Dieses kann die Daten aller künftigen Jedi-Generationen aufschlüsseln. Wer dieses Wissen hat, kann die Zukunft der Jedi gefährden. Palpatine hat also ein hohes Interesse daran und wer ist zur Zeit der Klonkriege der beste Kopfgeldjäger? Na logisch, Cad Bane. Für ihn spielt der Auftrag keine Rolle, Hauptsache die Bezahlung stimmt. Auf dem Weg zu allen Teilen ist er unter anderem an Bola Ropel interessiert. Er ist der Hüter eines besonderen Kyberkristalls, der eben jene Daten aus den zukünftigen Generationen enthält. Der Kristall und auch das Holokron schien kein Problem zu sein. Beide Teile allerdings miteinander zu verbinden, erfordert die Hand eines Jedi. Nicht einmal Palpatine könnte das Holokron richtig öffnen, so unsere Vermutung. Deswegen ist es essentiell, dass Bane liefert. Er versucht es zunächst bei Bola Ropel. Doch der eiserne Wille des Rodianers ist bis zuletzt ungebrochen und die sich vor seinem Tod abspielende Folterszene bleibt uns bis heute im Gedächtnis. Ropel schreit um sein Leben, als die tödlichen Stromflüsse seinen Körper in einer nie dagewesenen Stärke durchfluten. Er schreit und windet sich, doch Bane zeigt keine Gnade und erhöht die Stromstärke immer weiter, bis die Situation ihren unweigerlichen Ausgang nimmt. Seine Organe, sein aus Fleisch und Blut bestehender Körper, gibt unter der enormen Belastung der Gerätschaften nach. Diese Szene ist uns einfach im Gedächtnis geblieben und zeigt uns bis heute, Clone Wars hat für Kinder teilweise schon echt harte Stellen. Die nächste Szene sollte auch ein Klassiker sein. Diese Stelle ist aber vielleicht nicht allen bekannt, die Clone Wars lediglich auf Super RTL gesehen haben. Denn sie wurde herausgeschnitten. Offenbar zu brutal für die armen Herzen der Kinder. Die Schlacht von Kamino, als Ventress und Grievous versuchen, die DNA der Klone sicherzustellen, mündet in dem Tod eines eigentlich sehr coolen ARC-Soldaten. Commander Cold fällt der erzürnten Ventress hier zum Opfer. Er wird gnadenlos von ihr erstochen. Das Abstruse daran ist der Kuss, den Ventress dem Klon gibt, nachdem sie ihn getötet hat. Es ist für uns Kinder damals schon fast ein verstörender Augenblick, den wir zu Gesicht bekommen. Und nicht umsonst wurde diese Szene herausgeschnitten. Wenn auch ein kurzer Moment, ist das definitiv ein erinnerungswürdiger. Der dritte Moment steht dem allerdings in nichts nach. Es ist einer der traurigsten Momente der Serie, so unser Gefühl. Die Schlacht von Mandalore in Clone Wars Staffel 5 ist einer der sehenswertesten Story-Abschnitte der Klonkrieger. Maul hat die Kontrolle Mandalores an sich gerissen und die Death Watch erstrahlt nun in ihrem feurigen Zabrakrot. Es ist kaum zu fassen, das zu sehen, und der Höhepunkt ist zweifellos der Tod der Herzogin von Mandalore, Satine. Es bricht uns das Herz, als Kenobi zu Satine rennt und unter qualvollem Leid zusammenbricht.
Wir fühlen absolut mit Kenobi, zumal er, anders als das zum Beispiel bei Anakin Skywalker der Fall ist, wirklich nie seine Zuneigung zu Satine ausleben konnte. Das macht es nochmal dramatischer und besonders brutal daran ist, dass Maul Kenobi zu diesem Zeitpunkt nie töten wollte. Er wollte ihn genauso leiden und mit dem Gedanken leben lassen, wie Maul über viele Jahre zweigeteilt leben musste. Was ist eure Meinung zu dem Thema? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Einer der wohl aggressivsten Charaktere ist zweifellos der Droidengeneral Grievous. Es ist nicht zu fassen, wie sehr der Cyborg davon besessen ist, die Republik und vor allem den Jedi um jeden Preis zu schaden. Ironischerweise setzen die Jedi auf eine Armee aus Fleisch und Blut, das der General um jeden Preis verabscheut, wie er seine Organe nach und nach ersetzte. So hat er natürlich kein Mitleid mit den Klonkriegern. Und das merkt man auch. Wann immer er Soldaten vernichten kann, nutzt er seine Chance. So auch der Versuch, verwundete Klone auf Lazarettstationen der Republik anzugreifen. Zweifellos war das eine besonders brutal motivierte Tat und dennoch gibt es einen Klon, der mehr gelitten hat. Und vor allem aus inszenatorischer Sicht ist das erschreckend. Es geht um die folgende Szene. Grievous entert einen republikanischen Venator-Kreuzer. Hierbei kommt einer der Klone in die Nähe seiner gefährlichen Krallen. Wie Grievous den Tod dieses Klons unter den Augen Obi-Wans auskostet, ist nur schwer zu übertreffen. Er genießt es, wie das Fleisch und die Knochen des Klons unter den unnatürlich großen Kräften nachgeben. Es ist unfassbar, das zu sehen und zweifellos einer der grausamsten und brutalsten Clone Wars Momente. Und das, obwohl man die Brutalität nicht zu Gesicht bekommt. Doch Kopfkino ist auch hier alles. Und nun zu unserer letzten Szene, die wieder einmal zeigt, wie unglaublich Clone Wars das Spektrum der Brutalität ausschöpft. Es geht natürlich um Staffel 7, als Maul sich während der aktiven Order 66 den Weg auf dem Venator-Kreuzer freikämpft. Der Moment, an dem Maul all diese Klone dem Erdboden gleichmacht. Maul ist an dieser Stelle komplett entfesselt und demonstriert noch einmal, wie mächtig er wirklich ist. Der gefallene Schüler wurde ja auch, wie wir wissen, von Palpatine persönlich ausgebildet. Und gerade in diesem Moment zeigt er sich von seiner besten Seite. Auch wenn die Order 66 ausgerufen wurden, tun uns die Klone dennoch leid, die unter ihm und seiner enormen Kraft leiden. Sie sind wirklich machtlos. Der Klon, der seinen Arm verliert, tut uns dabei besonders leid. Clone Wars ist aggressiv und auf jeden Fall nicht unbedingt etwas für Kinder. Würdet ihr Clone Wars euren Kindern zeigen, wohl wissend, dass es Teile der Serie in sich haben? Schreibt es uns in die Kommentare. Wir beide bleiben auf jeden Fall große Fans dieser Serie und auch die Erwachsenenteile gehören eben dazu. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde, ein Abo nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Hashtag 212. Gemeinsam sind wir stark.